Angesichts des Menetekels in Japan wünschte ich mir, wir hätten diese ressourcenbasierte Wirtschaft bereits und hätten dieses Problem, dieses weltweite Problem nicht. Ich freue mich, den heutigen Abend moderieren zu dürfen. Mein Name ist Barbara Waschmann vom Verein Normale.at und ich freue mich über meine Impulsgeber. Leider keine Frau. Ich habe gehört, wir haben uns bemüht. Aber es ist leider, wie ich oft feststellen musste, immer wieder so, dass es dann doch weniger Frauen gibt, die auch als ImpulsgeberInnen dann Zeit haben, kurzfristig Zeit haben. Gut, das vorweggeschickt. Möchte ich kurz vorstellen, neben mir Peter Klein. Peter, du bist Ausbilder zum integralen Coach, Institut für innere Form. Du bist Mitbegründer dessen. Du hast auch die Ausbildung in systemischer Familientherapie, eine SNP-Trainer, was ich gehört habe, und hast einige Veröffentlichungen, einige Bücher veröffentlicht, wie unter anderem integrale Aufstellungen, Methoden und Modelle der inneren Form und Buddha, Freud und Falco, eine hochinteressante Mischung, mit dem Untertitel Szenische Aufstellungen im kollektiven Bewusstseinsfeld. Kannst du uns einen aus deiner Sicht sozusagen der systemischen Aufstellung der inneren Form, wo ich dich dann auch noch bitten möchte, das kurz zu erläutern, so deine Wahrnehmung geben, was braucht unsere Entwicklung, auch in Anbetracht dieses Bildes? Was braucht unsere Entwicklung? Wie viele Stunden haben wir Zeit für die Beantwortung dieser Frage? Also ich versuche, meinen Zusammenhang mit dem zu geben, was jetzt unsere Arbeit ist, weil man muss ja bei so komplexen Filmen irgendwo auch einen Ausschnitt suchen. Ich denke, bei unserer Arbeit beim Integralen geht es einfach darum, verschiedene Disziplinen zusammenzubringen. Und ich denke, wenn man sich diesen Film anschaut, da war ja unheimlich viel drin. Da war was drin von der Entwicklungspsychologie, von der Neurobiologie, von der Systemik. Es waren buddhistische Gedanken drin, es ging um die Ökologie, es ging um die Ökonomie. Und wenn man sich anschaut, wie wir heutzutage ausbilden, nämlich dass wir teilweise ja die einzelnen Disziplinen zergliedert haben, ein Arzt lernt, wie der Körper funktioniert, ein Psychologe lernt, wie die Psyche funktioniert. Wir haben ganz viele Spezialisten irgendwo auch geschaffen und die Idee von dem integralen Ansatz ist eigentlich, wenn wir so Gesamtlösungen finden wollen, müssen wir anfangen, diese Disziplinen auch wieder zusammenzuführen. Und das ist so mal der Grundgedanke. Insofern glaube ich, wir brauchen nicht nur Veränderungen im Äußeren. Wir sagen ja immer wieder, lass einen Diktatoren in so einem Land wegfallen und du änderst nichts an der Bildung und du änderst nichts am Bewusstsein, dann dauert es nicht lange, dann hast du den nächsten Diktatoren wieder an der Spitze eines solchen Systems sitzen. Also wir brauchen die Veränderungen im Außen und wir brauchen Entwicklung, Bewusstseinsbildung auch im Innen. Das wäre jetzt mal so der schmale Versuch einer Definition unter einer Stunde. Dankeschön. Georg Wielender, du bist der Psychotherapeut und Mediator und arbeitest in der Strafverfolgungshilfe in Wien. Und dein Zugang zu Recht ist die Überzeugung, dass Konflikte auch gewaltfrei lösbar sind. Wir haben in dem Film Zeitgeist Moving Forward jetzt sehr immer wieder es mit dem Thema Gewalt zu tun und im weitesten Sinne mit dem Recht, eines unserer beiden Hauptthemen des heutigen Abends. Und ich wollte dich um einen kurzen Kommentar bitten, wie du auch über den Film reflektierst, und dann noch eine weitere Frage. Ja, dass ich da sitze, verdanke ich sozusagen meiner Einladung. Ich habe vom Zeitgeist vorher noch nichts gehört gehabt, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe den Film vorher gesehen, aber mir war es auch ganz wichtig, heute den Film jetzt noch einmal anzuschauen, mit dem Bewusstsein, was da am Wochenende passiert ist in Japan und was uns jetzt derzeit eigentlich sehr, also was mich sehr betrifft, ja, das muss ich auch sagen, und sehr schockiert hat. Ich erlebe auch mit Menschen, denen ich jetzt begegne, dass das ähnlich ist wie, ein bisschen wie 2001, so ein kollektiver Schockzustand. Ja. Also ich erlebe das ein bisschen ähnlich, so ein Stück paralysiert sein in mir. Ja, dass ich mir gedacht habe, ja, was sollen wir da jetzt heute diskutieren? Ich möchte mich von dem Film nochmal berühren lassen und schauen, was klingt da an? Ja, also was ist das? Und ich denke mir, das Wichtige ist, dass wir ins Gespräch kommen, dass es viele Fragen von Ihnen gibt und dass die Impulse so kurz wie möglich sind. Recht, Gerechtigkeit, Gewalt, das kam in dem Film immer wieder und
offensichtlich auch wirklich ein Fokus von Peter Joseph gewesen, hier auf diesen Aspekt sehr hinzuweisen, dass es eigentlich sozusagen bei der neuen Formierung einer Gesellschaftsordnung ganz wichtig ist, auf diesen Punkt besonders zu achten. Ja, was ist mit der Gewaltbereitschaft des Menschen und wie können wir da handeln? Ja? Ich arbeite als Mediator mit Tätern und Opfern. Ich versuche, die an einen Tisch zu bringen. Ich habe auch lange Zeit in die Gefängnisse hineingehabt. Ich habe mit Leuten gearbeitet, die aus dem Gefängnis gekommen sind. Das heißt, ich habe doch irgendwo mit Gewalt und mit der Gewaltbereitschaft von Menschen zu tun gehabt. Und was ein wesentlicher Punkt ist, der auch im Film genannt ist, ist sozusagen wie kann man verhindern, dass Menschen gewalttätig werden, die ein ziemlich hohes Gewaltpotenzial haben. Das heißt, man kann es schon minimieren, man kann Gewaltpotenzial sozusagen abfedern, abschwächen. Man kann es natürlich nicht ganz wegnehmen, weil die Entstehungsgeschichte ja sehr früh sozusagen zu suchen ist. Die Wurzeln von Gewalt sind sehr früh, das wird auch im Film gesagt, sozusagen, dass entweder man tut das Falsche, ja, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, ja, also man tut das Falsche, also man tut was Schlimmes wie Missbrauch oder Ähnliches in der ganz frühen Jugend und das hat Auswirkungen, oder man tut nicht, also es wird nicht das getan, was der Mensch braucht. Also die zwei, ich weiß nicht, wenn Sie sich erinnern, das ist also bei mir sehr, sehr nachhaltig hängen geblieben. Das kann ich auch bestätigen. Das Wichtige für mich ist eigentlich, was hilft, ja, und das ist in Beziehung gehen, in Kontakt gehen, und das ist, glaube ich, ein Fokus auch, über den wir jetzt vielleicht reden sollten. Okay, der Schock, der Film, aber was macht es mit uns und wo geht's weiter? Wo ist das Moving Forward? Vielen Dank, Herr Wielender. Mili Badic, du hast einen sehr bewegten Lebenslauf, habe ich gesehen. Du warst einmal Systemadministrator, Weltenreisender und bist heute selbstständiger Yoga-Lehrer und Scherzo-Masseur und vor allen Dingen auch in der österreichischen Zeitgeistbewegung engagiert. Und jetzt würde mich mal ganz einfach interessieren, woher kommt deine Motivation, dich in der österreichischen Zeitgeistbewegung so umfangreich einzusetzen? Ja, hallo, da bin ich wieder mit meinem super Auftritt. Nein, woher kommt das? Wie gesagt, ich habe für IBM gearbeitet und war da Systemadministrator und habe eigentlich alles gemacht, was die Gesellschaft von mir verlangt hat. Also ich habe meinen Job gehabt, meine Wohnung, meine Freunde, ja, hat alles passt. Nur innen drinnen habe ich gemerkt, irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwie, es hat einen Nachgeschmack. Ich bin eigentlich nicht glücklich. Und irgendwann einmal nach Jahren war ich so weit, dass ich gesagt habe, so, ich kündige, ich gehe weg. Da waren die so nett und haben mir ein Sabbatical spendiert. Und da war ich ein Jahr in Südamerika und habe Wellenreiten gelernt. Und habe mal gelernt, dass ich auch ganz anders essen kann. Und dass ich plötzlich den Mond vielleicht wahrnehme, die Zeit, ein anderes Zeitgefühl entwickle. Und einfach mich selber ein bisschen näher gespürt habe, gefunden habe. Und dann habe ich ein Kontrastprogramm gestartet. Ich bin zurück nach Wien, nochmal 8 Monate für die IBM, habe gesehen, wie das Leben so wirklich nochmal ist mit diesem Kontrast-Dasein. Dann habe ich wirklich gekündigt und habe gesagt, jetzt mache ich was. Ich gehe nach Südamerika und werde dort für NGOs arbeiten und ja, ich muss was bewegen. Und dann bin ich dort drauf gekommen. Erstens, dass wir im Westen die Probleme erzeugen, die wir andere woanders ausbaden muss, zum großen Teil. Und dass ich, wenn ich was wirklich bewegen will, einfach im Westen ansetzen muss, bei den Leuten, die das Geld haben, bei den Leuten, die die Kaufkraft haben, bei den Leuten, ja, denen es eigentlich gut geht, weil es ist schön und gut, jemanden irgendwo am anderen Ende der Welt das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und das ist auch notwendig. Ich sage nicht, dass das nicht notwendig ist. Aber es ist so, als würde man zu einem Arzt gehen und sich dort nur die Symptome behandeln lassen. Also die Wurzel des Problems liegt bei uns einfach. Und das hat mich auch dazu gebracht, wieder zurück nach Österreich zu kommen.
auch da für eine NGO zu arbeiten. Und letztendlich habe ich dann gesagt, nein, ich schaue mir das mit dem Yoga genauer an. Bin nach Indien gegangen für ein Jahr und bin jetzt eigentlich Yogalehrer, arbeite 30 Stunden noch in einer Integrationsschule als Aushilfe sozusagen. Ich mache die Ausbildung zum Scherzo-Praktikanten, also die Hälfte habe ich durch. Und auch eine Ausbildung beim Peter Klein habe ich angefangen, weil mich das einfach sehr fasziniert hat, dieses Spüren, weil ich meine Fähigkeiten da einfach verstärken wollte. Und was mich dazu bringt, dass ich mich da einsetze für das Zeitgeist-Movement, ist einfach Empathie, also ist einfach das Mitfühlen einfach. Also ich kann es einfach nicht mehr ertragen zu wissen, dass es täglich, weiß ich, zwischen 15.000 und 30.000 Kindern gibt, die verhungern. Also ich verstehe nicht, warum in der Politik drum, keine Ahnung, gesprochen wird, ob wir jetzt im ersten Bezirk eine Tiefgarage bauen oder nicht. Das interessiert mich nicht. Ich will diese großen Probleme endlich gelöst haben. Und ich möchte, dass möglichst viele Leute sozusagen ihre Werte mal hinterfragen und wir als Menschheit vielleicht hinterfragen, was für eine Menschheit sind wir eigentlich. Ja, so ungefähr. Danke, Willi Bandic. So, Wort ist bei euch. Bitte schön. Vielleicht mit Mikro, damit wir es alle hören. Ich möchte vorausschicken, dass, wie euch voraussichtlich schon aufgefallen ist, es wird die Impulsgeber werden auf Video aufgezeichnet und auf Audio eure Kommentare oder Fragen. Hat jemand ein Problem damit mit einer Audioaufzeichnung? Dann bitte ich um ein Handzeichen. Dankeschön. Ziel ist, für die weitere Zukunft der Zeitgeistbewegung in Österreich auch den heutigen Abend zu dokumentieren. Bitte schön, hier hinten war ein Kommentar oder eine Frage. Test. Erstmal ein Dankeschön an, an Mili, der hat mir aus dem Herzen gesprochen, vor allem aus dem empathischen Sinne. Meine Frage lautet, dieser Film wurde ja öffentlich, funktioniert es noch? Ja. Dieser Film wurde ja öffentlich noch nicht ausgestrahlt, also sprich irgendein Sender oder was, ne? Wird wahrscheinlich auch so schnell nicht passieren, weil wahrscheinlich die Öffentlichkeit noch nicht darauf vorbereitet ist, sowas vorgesetzt zu bekommen, oder? Also, wenn jemand vom ORF da sitzt und den ausstrahlen möchte, wir sind dabei. nein, es ist, ja, im Fernsehen spielt, was wir gerne sehen und hören wollen. Und der Film ist im Internet frei, also man kann sich den Film anschauen und runterladen und verteilen auf DVDs oder wie auch immer, Links verschicken, aber wir sind noch nicht so weit, dass der ORF bei uns anklopft und sagt, wir hätten gerne diesen Film unbedingt jetzt mal gezeigt. Bitte, bitte. Von, weiß man ungefähr eine Verbreitung, also wie viele Interessenten es an dem Thema, an dem Film und so weiter gibt? Also der Film ist seit Anfang Februar, glaube ich, im Internet zum Ansehen auf YouTube freigegeben. Davor war eben diese Kinopremiere weltweit in über 60 Ländern oder in über 300 Ländern in 60 Sprachen, glaube ich, in 60 verschiedenen Sprachen. Also es war mal so ein weltweiter sozusagen Premiere im Kino und danach die Internetveröffentlichung und seit Anfang Februar haben wir ungefähr etwas mehr als 4 Millionen Views. Also es ist schon auf jeden Fall Interesse da. Kann man schon was zum Response sagen von dem Ganzen? Ja, am besten fragen wir die Leute, würde ich sagen. Okay, und dann noch ganz kurz. Ja, es gab ja vorher ein paar Filme, die auch unter dem Titel Zeitgeist liefen. Und kann es sein, dass die sich untereinander ein bisschen verwirren, weil ich habe einen Freund darauf angesprochen, der hat gemeint gehabt, das wäre, was weiß ich, so, wäre nicht so gut angekommen. Ja, es gibt den Peter Joseph, der auch nur ein Mensch ist und vor einigen Jahren, er ist Percussionist, er ist Künstler und er hat so eine Show gehabt, wo er Videomaterial mit Musik verbunden hat. Und das war sehr gesellschaftskritisch, vor allem gegen Religion, gegen das Geldsystem. Es war gegen. Und es ist aber trotzdem bei den Leuten gut angekommen und sie haben ihm gebeten, er soll das mal ins Internet stellen.
hat das gemacht und das wurde dann auf Anhieb der beliebteste, meistdiskutierteste Internetfilm ever, soweit ich weiß. Dann hat dieser Mensch gelernt, dieser Peter Joseph, er hat Jacques Fresco getroffen und eben dieses Venus Project kennengelernt, diese Wertegeschichte, alle diese Informationen, die jetzt in diesem letzten Teil verarbeitet sind, sind seine Weiterentwicklung sozusagen. Und deswegen, es gibt einen Film von ihm, der heißt Zeitgeist, das war der kritische Film, der hat eigentlich mit diesem Zeitgeist-Movement noch nichts am Hut. Und dann gibt es Zeitgeist-Addendum, das ist ein Vorgänger von diesem Film, nicht ganz so ausführlich, sage ich jetzt mal, lässt Raum für Diskussionen oder Kritikpunkte. Ihr könnt euch erinnern an die Stelle, wo die Leute aufzeigen und sagen, das ist Kommunismus oder so. Also die Geschichte hat man erlebt mit dem zweiten Film und das hat man da jetzt ziemlich entschärft. Und ja, der dritte Film ist einfach nochmal ein Versuch, das Ganze runder zu machen. War sehr gelungen, ja. Okay, danke. Gerne. Ja, bitte sehr. In der zweiten Reihe dann. Ich wollte nur fragen, Sie haben gesagt, Sie sind Vertreter von Zeitgeistbewegungen in Österreich. Können Sie darüber erzählen, was ist das für eine Bewegung und was bewegt sich da schon? Ja, es ist eine Bewegung von Menschen, die eben genau eben diese Empathie spüren und wissen, dass wir als Menschheit, wir können nichts perfekt machen, aber wir können es viel, viel besser machen, als wir es heute machen. Ja? Und da gibt es zum Beispiel die Nico, die eigentlich diese Kinogeschichte organisiert hat. Also es ist eine Frau bei uns, oder es sind eigentlich Frauen dominant. Es ist nur so, dass ich jetzt da auf der Platte stehe und am Stammeln habe. Aber ohne die Nico wäre nichts gegangen. Und es gibt natürlich... Aber es gibt den Sebi und es gibt den Matthias und es gibt ein paar Leute, die einfach gesagt haben, okay, es ist nicht so, dass ich irgendwie auf YouTube oder Facebook irgendwie ein Like draufklicke und sage, ich bin die Bewegung, sondern die gesagt haben, okay, wir müssen das in die reale Welt auch rüberbringen. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was wird gemacht und wie viel? Ah, was wird gemacht? Ja, wir treffen uns, das Allerwichtigste, das, was sich trifft, also jeden letzten Donnerstag im Monat treffen wir uns im Book. Und da kann man Fragen stellen, da kann man sich überlegen, was für Aktionen man plant. Also im Endeffekt geht es jetzt darum, dass wir diese Informationen in die Welt tragen und verbreiten und mehr Leute darüber Bescheid wissen, so Denkanstöße geben. Jeder hat so seinen eigenen Level und manche Leute sind komplett überfordert mit so einer Information. Manche Leute können mehr damit anfangen. Dann spricht ja jeder ein bisschen eine andere Sprache, einen anderen Weg, einen anderen Zugang. Und wir versuchen halt, unser Bestes zu geben, um ja, Leute zu erreichen, damit sozusagen die Mehrheit mal anfängt, darüber nachzudenken. Weil auch wenn wir jetzt das System, das Geldsystem haben und, keine Ahnung, reiche Banker oder Politiker, ist es doch die breite Masse, die eigentlich die Macht hat sozusagen. Und wenn wir entscheiden, wir würden es gern anders machen, dann können wir das auch entscheiden. Weitere Kommentare oder Fragen oder auch Eindrücke, Reflexionen aus dem Film? Bitte schön. Hallo. Ich wollte erst mal sagen, dass mir sehr gut gefallen der Film. Was mir aufgefallen ist, ist, was so ein bisschen für den jetzigen Abend spricht, vielleicht, dass nur eine einzige Frau als Expertin gesprochen hat, beziehungsweise auch die Namensnennungen anderer Experten männlich geblieben ist. Also mich wundert es ein bisschen, dass wirklich sozusagen bis auf diese eine Frau, die glaube ich 20 Sekunden gesprochen hat, keine Expertin zu Wort gekommen und auch nicht genannt worden ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche von euch gibt, wahrscheinlich nicht, weil... Also ich habe, nachdem mir das auch aufgefallen ist, habe ich gelernt, dass Peter Joseph meint, er würde sich an alle Menschen richten und ihm sei das egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau wäre, der oder die für ihn sozusagen eine Expertise abgibt, und das Gendern oder die geschlechtergerechte Sprache hat sich offensichtlich bis zu ihm noch nicht durchgesprochen, wobei natürlich im Englischen ist es nicht so deutlich wie im Deutschen. Das ist das, was ich gehört habe, nachdem mir das wie vielen anderen auch immer wieder aufgefallen ist. Aber ich bin ganz Ihrer Meinung. Ja.
Ich habe gelernt, man muss sich nur ein bisschen mehr Zeit nehmen, dann findet man die Experten schon. Hinter Ihnen ist ein Kommentar, vielleicht wenn Sie das Mikro gleich weiterreichen. Danke. Ja, also das wegen, weil nur eine Frau da war. Also ich glaube, wir sind noch immer in einer Gesellschaft, wo halt bevorzugt Männer einfach in höhere Positionen kommen als Frauen. Also natürlich gibt es schon Expertinnen für viele Dinge, aber es ist halt bevorzugt männliche höhere Positionen. Also glaube ich halt, dass es viele, also es gibt sicherlich viele Experten, also Expertinnen, aber halt viele Experten auch, die vielleicht schon länger dabei sind, weil, ja. Okay. Darf ich dazu was sagen? Also ich glaube auch, dass es natürlich aufgrund struktureller Bedingungen immer noch so ist, dass mehr Männer, wie du sagst, ich glaube, in leitenden Positionen waren und vielleicht auch vor allem im medialen Auftritt verstärkt vertreten sind. Ich glaube aber sehr wohl, dass es Expertinnen gibt auf dem Gebiet, was hier besprochen wird, genügend, zumindest 10, so wie vielleicht hier 10 Männer zu Wort kommen sind, dass auch 10 Frauen zu Wort kommen könnten. Und ich glaube schon, dass es durchaus auch am Auswahlverfahren der zuständigen Personen liegt, ob Männer oder Frauen zu Wort kommen. Und nicht am Wissen oder Kompetenz von Männern oder Frauen in der Position. Ja. Und das ist ein Kommentar mit, hier hinten. Bitte schön. Also ich weiß natürlich nicht, was im Kopf von Peter Joseph vorgeht, kann ich nicht sagen, aber soweit ich das mitbekommen habe, hat er sich bemüht, einfach Experten zu finden, und es war schon schwierig, sozusagen diese Experten vor Kamera zu bringen, weil die natürlich riskieren, ihren Job zu verlieren, dadurch, dass sie eigentlich gegen das bestehende System was aussagen. Also ich glaube, er hat nicht absichtlich versucht, irgendwie Frauen da irgendwie weniger vorkommen zu lassen. Aber ich kann auch nicht in seinen Kopf reinschauen. Er ist ein Künstler, es ist sein Ausdruck, seine Botschaft zu vermitteln. Aber man darf nicht das Große aus den Augen verlieren. Also die Message, die dahinter ist, die spricht alle Menschen an, egal welches Geschlecht oder welche Farbe oder was auch immer. Ich mag noch kurz einen Moment, ich habe hier auch noch einen Kommentar, bitte. Wir haben in der Pause haben wir festgestellt, wir sind 3 Männer. Das passt irgendwie nicht. Ja. Wie ich das erste Mal gefragt wurde von Nicola, waren 2 Frauen sozusagen am Podium und die sind irgendwie abhanden gekommen. Also ich denke mal, systemisch gesehen, ich hoffe, da gibt es mir recht, systemisch wiederholt sich das, was im Film ist, dann hier auch noch einmal. Also dass die Frauen dann nicht vorn sitzen und reden, sondern letztlich die Männer dann sagen, na gut, setze mich halt da vorne. Aber im Grunde geht es, glaube ich, nicht um die Experten, sondern es geht um die Impulse. Und ich hoffe, dass die Impulse von euch Frauen, die ihr da seid, erwarte ich mir einfach, dass die Experten hier sitzen und dass der Zuhörer auch hier sein darf. Ja, das ist ja überhaupt kein Punkt, dass da jetzt 3 Leute draußen sitzen, sondern es soll ja irgendwie ein Diskussion über den Film sein. Ja? Und da interessiert mich schon, was hat euch bewegt? Ja? Was ist, wenn ich du sagen darf, ich hoffe, also was hat euch bewegt? Wo sind die Punkte, die wirklich jetzt nachklingen? Ja? Von dem Film, es war unheimlich viel, es war unheimlich dicht, und mich interessiert einfach, was klingt da nachher? Dankeschön. Nein, aber wieder zu. Achso. Ihr Kommentar ist noch zum Gender-Thema, nehme ich an. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber das eine geht in das andere Thema über. Und zwar, kurz gesagt, dieses Thema trifft eigentlich jeden ziemlich, egal was jetzt in dem Film ist, weil es ziemlich viele Sachen sind, was der Film angesprochen hat. Und also der Punkt, was Gender angeht, die Frauen sollen sich nicht einschüchtern lassen, nur weil jetzt im Augenblick noch mehr Männer vorne stehen. Da gibt es bestimmt genau, wenn nicht sogar mehr Frauen, die noch mehr darüber sagen können, weil sie vielleicht sogar noch mehr Gespür dafür haben. Sie sollten ja angeblich das Geschlecht, die das bessere Gespür dafür haben. Und zum anderen, ich sehe es eigentlich irgendwo als Pflicht, dass man schon eigentlich in kleinen Gruppen anfängt, dieses Thema aktiv zu halten. Das heißt, sprich, dass man
irgendwelche Kontaktmöglichkeiten untereinander aufrechterhält, dass vor allem die Personen, die jetzt schon da sind, eigentlich sich aktiv mit reinarbeiten können. Vor allem, wenn sie Enthusiasmus in der Richtung verspüren. Wir haben gehört, jeden letzten Donnerstag, habe ich das richtig gemerkt, im WUK. In welchem Raum? Am besten folgt man da vorne rechts, weil ich mich mir nicht wieder an den Raum bezeichne. Vorne rechts. Wo geht es hier zum Zeitgeist? Bitte schön. Ja, wenn ich in den Film hier hineindenke, mir den zweiten Teil dann betrachte und dann sehe, wo ist das Ziel des Menschen? Wir leben letztendlich hier in einer Stadt, die für uns mit Computern die Welt verwaltet und den Menschen Aufgaben zuteilt, die noch ungewiss sind. Wir ersetzen uns auch in diesem Film zum Schluss durch Roboter, die sind ja effizienter. Wo bleibt der Zweck des Menschen? Und dazu noch die Vision von Stephen Hawking, der ja sagt, wir Menschen sind ja heute schon das Bedienungspersonal des weltweiten Webs. Alles über Computern, de facto sind wir ja, Bedienstete von einem unbekannten Großen. Und letztendlich meint er, dass die Überlebenschance der Menschheit darin besteht, dass wir den Geist behalten und den Körper durch einen Androiden ersetzen, weil wir als solches Spezies nicht überleben könnten. Und dieser Film schlägt in die Kerbe hier genauso. Der Mensch bekommt irgendwelche Aufgabe, unspezifisch aber arbeiten soll er nicht, dafür ist er eigentlich nicht wirklich geeignet. Daher super die Ressourcen, gut effizient eingesetzt, aber den Menschen müssen wir schon in den Mittelpunkt drücken und ihm auch noch eine Chance geben. Zum Nichtstun verdammt ist auch ein Problem. Danke für den Kommentar. Möchtest du da ergänzen? Also ich glaube, die Zukunft zu prognostizieren oder zu überlegen, was kann die Zukunft sein, wie kann sie ausschauen, ist immer ein schwieriges Unterfangen. Ich war also im Februar, erfreulicherweise immer wieder, ich arbeite seit 5 Jahren hier parallel in Wien, auf einem Ball in der Hofburg und ich denke mir jetzt mal, wenn ich in die Hofburg reingehe, wenn der Kaiser noch wüsste, was 100 Jahre später in seinem Wohnzimmer passieren würde. Ich glaube, wenn wir nochmal 100 Jahre in der Geschichte zurückgehen, es wäre für diese Leute, wenn die sehen würden, wie wir heute leben, was wir heute machen, das wäre sowas von unvorstellbar, das wäre so viel Science Fiction, was wir hier treiben, das wäre außerhalb dieser Welten. Und ich mit meinem Anspruch würde einen Schritt zurückgehen. Ich würde mich freuen, wenn wir beginnen, überhaupt in diesem Feld zu forschen und diese Disziplin aufzumachen. Ich erinnere mich daran, wie ich angefangen habe vor 15, 16, 17 Jahren mit Sachen wie NLP oder Familientherapie, wie lange wir gebraucht haben, dass wir in unserem Team mal einen Arzt hatten. Also einen Arzt, der gesagt hat, jawohl, es kann eben sein, wenn Menschen krank sind, dass das nicht nur mit dem Defekt des Körpers zusammenhängt und dann braucht er halt irgendwelche Tabletten, sondern das könnte auch mit psychischen Dingen zusammenhängen und dann schauen wir uns mal systemische Zusammenhänge an und ich bin auch bereit, mit so einer Arbeit nach außen zu gehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich hatte mit einer Ärztin vor 7, 8, 9 Jahren, wo die gesagt hat, ich mache das persönlich alles, ich mache Meditation, ich mache Reinkarnationstherapie, ich mache Familienaufstellungen, ich mache für mich persönlich alles, was alternativ ist, aber das würde ich im Wartezimmer meinen Patienten nie erzählen, da werde ich ja unglaubwürdig, was würden denn meine Kollegen, die anderen Schulmediziner sagen. Jetzt reden wir da bloß von einem Feld, wo wir sagen, wir bringen den Körper und den Geist, die Psychologie, wir machen ein Forschungsfeld auf zwischen 2 Disziplinen. In diesem Film waren also bestimmt 10 oder 15 Disziplinen miteinander in Vernetzung, in Zusammenhang gebracht. Und es wird Zeit, dass wir diese Forschungsfelder aufmachen, dass nicht einer sagt, ich studiere 8 Jahre BWL, nur mit der Scheuklappe, ich studiere 8 Jahre Medizin, nur mit der Scheuklappe, ich studiere Soziologie, nur mit der Scheuklappe, sondern wir müssen diese Felder aufmachen, was dann von dem Film irgendwann mal Realität werden wird und was Science Fiction ist, keine Ahnung, traue ich mir heute nicht zu, das schon beurteilen zu können. Danke. Der deutsche Philosoph David Reinhard Brecht spricht ja auch genau in diese Kerbe, dass man viel mehr interdisziplinär und auch zwischen den verschiedenen Forschungsdisziplinen sozusagen verbindend denken muss, dass da auf der einen Seite die Philosophen sind und ich weiß nicht, 2 Klassenzimmer weiter die Mathematiker und alle sozusagen gehen in ihre Schallklappenrichtung. Ich glaube, Sie hatten vorher einen Kommentar. Also, Entschuldigung, ja. Sie zuerst und dann. Danke.
Ich wollte anschließen an die Bemerkung oder das letzte Kommentar, was eigentlich der Zweck des Menschen ist. Und ich denke, also falls diese Frage überhaupt beantwortbar ist, dann für mich zumindest am ersten so, dass ich meine, der Mensch hat überhaupt keinen Zweck. Es gibt nicht irgendwie ein zweckvolles oder zweckhaftes Leben, sondern wenn, dann gibt es ein sinnvolles Leben. Das, meine ich, ist ein großer Unterschied. Und gerade die hiesigen, also die heutigen Umstände verdanken großteils ihrer Existenz dadurch, dass wir versuchen, dauernd unsere Tätigkeiten irgendeinem Zweck unterzuordnen, von dem wir aber nie genau sagen können, worin er jetzt eigentlich besteht. Also wenn wir jetzt, sagen wir, Zeit sparen oder rationalisieren oder Sicherheit oder Gesundheit oder Sparsamkeit oder was auch immer jetzt als kurzfristige Zwecksetzung ins Treffen geführt wird. Es ist nie wirklich greifbar und vor allem nie erreichbar. Und ich glaube, durch diese Zwecksetzung nehmen wir uns die Unmittelbarkeit im Leben und richten das Tun immer auf ein gewisses Ziel, eben auf den Zweck, und verlieren aber dadurch eigentlich das, was wir im Moment tun. Und ich glaube, die Arbeit ist genauso ein zweckgerichtetes Tun, das eigentlich entbehrlich ist. Also deswegen finde ich die Vision eine schöne, dass nämlich der Mensch von, oder dass wir alle von gewissen Tätigkeiten uns befreit sehen und dann eigentlich viel Zeit, viel Freiraum hätten für das, was uns sinnvoll erscheint. Also da meine ich, dass das eine Vision ist, die durchaus zu überlegen wäre. Und das andere, was mir im Film ein bisschen fehlt, ist diese Rolle des Menschen, vor allem in den westlichen Gesellschaften, als entweder als Produzent oder als Konsument. In dieser Rolle treten sich auch in unserer Gesellschaft die Menschen gegenüber und nicht irgendwie als Menschen zueinander, sondern immer in dieser Aufsplittung der Funktionen. Und dadurch entsteht so ein gesellschaftlicher Zusammenhang, der, wie die deutsche Pädagogin und Philosophin Marianne Grönemeyer dann den Menschen in so einer Funktion als belieferungsbedürftiges Mängelwesen charakterisiert. Und ich glaube, aus dieser Rolle müssten wir halt irgendwie herausfinden, wo der Film halt da diesbezüglich halt den Seher irgendwie im Dunkeln tappen lässt. Also da gibt er keine Hinweise, wie man aus diesem Prinzip des Versorgtwerdens heraustritt in irgendwie in eine gewisse Autarkie oder Autonomie. Und ja, das wäre nur ein weiterer Impuls vielleicht für die Diskussion. Dankeschön. Ich habe zurzeit jetzt zwei oder drei Wortmeldungen. Ich hatte zuerst, hat eine Frau sich hier gemeldet? Ist das richtig in dem Bereich? Schade. Dann habe ich drei Wortmeldungen zurzeit. Hier die erste, die zweite und die dritte. Bitte. Ja, also ich glaube, die Frage, die wir uns eigentlich als Menschheit stellen müssen, wenn jetzt wirklich viele Jobs reduziert werden auf ein Minimum, ist eigentlich die Hauptfrage, die dabei wieder rauskommt, woher kommen wir als Menschheit und wohin gehen wir? Also da wird sich sicherlich unsere Aufmerksamkeit auf größere Dinge lenken, als nur was auf der Erde passiert. Also wir gehen dann in Richtung Weltall und auch, was findet da draußen statt, woher kommt das Ganze? Also das ist sicherlich eine große, große, große Frage, die wir als Menschheit wirklich zu beantworten haben, wo wir jetzt, wenn wir uns das vorstellen in unserem alltäglichen Leben, wer interessiert sich für den Kosmos, wer interessiert sich dafür, was da passiert da draußen? Uns ist wichtig, dass wir unser Essen, unser Trinken, unsere Arbeit vielleicht haben, weil das alles nur noch ist, was wir haben. Unsere Arbeit, unser tägliches Wiederkommende. Und deswegen müssen wir uns auf die ursprünglichen Fragen, glaube ich, wieder konzentrieren und schauen, dass wir da eine Antwort drauf kriegen. Danke für Ihren Kommentar. Ich habe, wenn Sie das Mikro vielleicht gleich nach vorne weiterreichen. Okay, danke. Ich wollte mal klein sagen, weil es schon zweimal aufgekommen ist, wegen den Disziplinen in der Wissenschaft, dass man die verbinden muss.
Es gibt eine sehr junge Wissenschaft, die meiner Meinung nach das verbindet, die soziale Arbeit, die den Mensch als soziales Wesen in den Mittelpunkt stellt und eben genau psychologische, medizinische, systemische Ansätze zusammenbringen will, um eigentlich die Situation des Menschen als Individuum zu verbessern will. Also von dem her, das ist eigentlich, wo es in die Richtung geht. Es ist sehr jung, es ist, steht sozusagen in den Kinderschuhen, aber es wird schon daran gearbeitet und wird auch was gemacht. Und mit internationaler sozialer Arbeit wird das Thema auch global sozusagen Stärke gegeben oder geschaut, dass da was weitergeht. Danke, ich habe da Georg Wielender, ich möchte dazu ergänzen. Na, ich arbeite in der sozialen Arbeit, ja, also ich weiß, wovon du sprichst. Die Sozialarbeit ist sozusagen etwas, was im Moment sehr leidet unter der Ökonomie. Ja. Also wie ich angefangen habe, in der sozialen Arbeit zu arbeiten, was eigentlich der Gesellschaft wichtig, super, da ist jemand, der arbeitet mit den Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, mit den Drogensüchtigen, mit denen, die aus dem Gefängnis kommen und. Ja. Da geben wir Geld, da nehmen wir Geld in die Hand, das wollen wir, damit wir ein bisschen, ja, nicht viel damit zu tun haben. Mittlerweile ist es aber so, dass in der sozialen Arbeit jeder Euro umgedreht wird, 5-mal, ob er Sinn macht, ob er ökonomisch richtig eingesetzt ist, was denn der Effekt ist dieser Tätigkeit. Was passiert in der sozialen Arbeit im Moment ist, dass wir immer mehr Klienten kriegen um dasselbe Gehalt oder weniger Gehalt, ja, weil der Druck auf die Gehalt, auf das, was man verdient in der Sozialarbeit, ist es sowieso nicht sehr viel. Ja. Man wird nicht Sozialarbeiter, um Geld zu verdienen. Dass da der Druck noch ist, dass du eigentlich weniger verdienst, aber fast, also ich arbeite jetzt mit doppelt so vielen Klienten wie vor 10 Jahren fast. Ja. Und das ist schon eine Tendenz, die immer steigt, und das heißt letztlich, dass man immer weniger Zeit für die Klienten hat und weniger Zeit für die Probleme, die sich da menschlich offenbaren, und das ist keine gute Entwicklung. Ja. Und ich, also da habe ich mich im Film schon wiedergefunden. Der Punkt ist natürlich, was ist, also wenn wir jetzt beim draußen beim Zahlen, haben wir gedacht, nach der letzten Szene, will ich eigentlich gar nicht mehr zahlen. Ich möchte eigentlich das Geld gar nicht mehr in die Hand nehmen. Und ich denke mir, die Frage, die sie mir gestellt hat, ja, was für Werte bleiben denn, wenn wir, mit was tauschen wir denn Werte aus, wenn das Geld weg ist? Und meine Befürchtung oder mein Gefühl ist, dass wir auf eine riesige Inflation zusteuern. Ja, wenn ich mir jetzt bedenke, was Japan an Billionen einbuttert, die es gar nicht gibt. Die produzieren das Geld, aber das kann nur in eine Inflation führen, die eine ziemliche Auswirkung auf den Zusammenbruch irgendwann einmal, weiß nicht, jetzt oder in einem Jahr oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren, dieser Geldwirtschaft, so wie wir es da gesehen haben, zu tun hat. Aber was ist denn die Alternative? Was sind unsere Werte, die wir dann tauschen? Danke, ich habe 2 Wortmeldungen, jetzt 3, 4, aber eins zuvor, Willi Baditsch, du möchtest ergänzen? Ja, ich wollte nur ganz kurz eben aus meinem Alltag erzählen, weil ich bin ja 30 Stunden in dieser Integrationsschule, also früher hat man Sonderschule gesagt, und ich spüre das und sehe das, wie es den Kindern geht, wie es den Eltern auch teilweise geht, also es ist nicht nur im Film, und ich meine, ihr kennt das auch, glaube ich, aus dem Alltag. Man schaut halt vielleicht weg. Ich sehe es jeden Tag. Also es ist viel zu wenig Geld dafür, genug Lehrer zum Beispiel. Oder es sind viel zu viele Lehrer, keine wirklichen Lehrer, sondern machen einen Job. Und also es brennt wirklich. Also eben, man hat jetzt vor kurzem noch mehr sozusagen eingespart bei den Lehrern. Und das betrifft auf jeden Fall die Kinder, die eine spezielle Betreuung brauchen. Also die haben jetzt weniger Betreuung. Also die ist jetzt vor 2 Wochen umgesetzt worden. Also, weiß wahrscheinlich keiner oder so. Dankeschön. Sie hatten einen Kommentar? Danke. In Ghana sagen wir, hungry man is an angry man. Und weil Sie vorher gesagt haben, dass wir Maßnahmen ergreifen sollen, um alles gewaltfrei zu lösen. Ich glaube nicht, dass ein hungernder Mensch auf irgendeine gewaltfreie Zone sich bewegen will. Denn ich
denke, Sklaverei wurde nicht einfach gewaltfrei gelöst, genauso wie Kolonialismus. Und wir leben in einer Welt, wo die Habenden immer noch haben und die Hungernden immer noch verhungern. Nun stellt sich die Frage, ob wir Menschen bereit sind, auch unsere Gewohnheiten zu verzichten. Und solange wir nicht bereit sind, glaube ich nicht, dass wir auf eine gewaltfreie Zone bewegen können. Denn es gibt ja ein immenses Gewaltpotenzial, der in der Luft geistert. Danke für den Kommentar. Ich kann da nur, ich bin ganz bei Ihnen. Ja. Hunger ist sicher eine Triebfeder zur Gewalt und die ist nicht mit gewaltfreier Kommunikation aller Rosenberg zu stoppen. Ja, keine Frage. Ja. Aber der Punkt ist sozusagen, was für eine Wertekultur leben wir und woraufhin steuern wir? Ja? Wir sitzen halt zum Thema eigentlich Erziehung da, ja? Auch. Ja? Ist ja auch ein Thema des heutigen Arbeits. Ja? Es wird ja auf drei Abende aufgeteilt und der Fokus liegt halt auf Recht, Erziehung und Gesellschaft. Ja? Und der Punkt ist, ich bin ganz bei Ihnen, wo es ungleich, und das kommt auch im Film, die Ungleichheit ist eine Quelle der Gewalt. Und ich glaube, solange es die Ungleichheit gibt, wird auch das Potenzial der Gewaltbereitschaft nicht sinken. Ja. Aber die Frage ist, glaube ich, in dem ganzen Film auch, wohin wollen wir hinsteuern? Was ist das Ziel? Was ist die Vision? Ja. Und die Vision geht schon dahin, ja, also in dem Venus-Projekt, so wie ich das wahrgenommen habe, dass es in eine gewaltfreie Gesellschaft geht. Und dazu müssen wir unsere Kinder erziehen. Interessant ist zum Beispiel, was in Schulen passiert, ist dieses Peer Mediation. Ja? Die Schüler lernen, wie sie mit Konflikten umgehen. Ja, es ist eine nette Geschichte. Ja? Die Schüler machen Projekte, wie sie mit Konflikten umgehen können. Aber es gibt eigentlich kaum irgendwelche Konflikte, die sie dann in Realita lösen. Aber was sie lernen, ist einfach wirklich diese Basics, wie mit Konflikten anders umgehen, Alternativen zur gewaltfreien Konfliktlösung. Ja? Das lernen sie. Und je mehr, ich sage jetzt einmal, wenn alle Mediation lernen würden, ja, hätten wir ein anderes Gesellschaftsbild und ein anderes Verständnis von Umgang mit Konflikten. Ja? Das klingt vielleicht jetzt sehr ein bisschen übertrieben, ja? Aber ich glaube schon, dass wir uns in diese Richtung bewegen müssen. Ich weiß, dass es Potenzial zur Gewalt gibt und dass man Gewalt manchmal wirklich sehr massiv entgegentreten muss auch. Aber das Ziel muss sein, dass wir in Richtung Gewaltlosigkeit gehen. Eine Ergänzung von Willi Badic? Ja, also ich wollte nur sagen, ich bin auch komplett bei dir. Und natürlich würde man vor allem den Leuten, die am meisten heute unter dem System leiden, mit praktischen Mitteln, also mit Essen, mit Selbsthilfe und diesen Sachen helfen. Das ist der erste Schritt, dass man die Leute sozusagen sondern wirklich mal das Leben schenkt, weil es ist eine Frechheit, was abgeht. Danke, ich habe zurzeit 4 Wortmeldungen. Die nächste, okay. Seid ihr dafür, dass wir in der Reihenfolge des Eintreffens vorgehen oder dass wir die Frauen vorziehen, die sich natürlich seltener zu Wort melden? Frauen vor. Da bitte schön, hier, zweite Reihe. Und hier ist dann das nächste steht mit einer Frau, das habe ich schon gesehen. Und dann die letzten Handzeichen habe ich alle nicht gesehen. Also ihres habe ich noch gesehen, eure kenne ich, die sind schon auf der Liste. Bitte schön. Ich wollte fragen, also wir hören ja jetzt noch ein Thema, das vielleicht genauso aktuell ist wie die Themen, die im Film angesprochen waren, eben 2012. Sagen wir, dass für dieses Szenario, das uns jetzt da aufgezeichnet ist, kommt noch irgendein Szenario dazu und wir haben das Ganze bald. Ja? Also wir haben keine Kinder mehr zu erziehen oder wir haben diese lange Zeit nicht, wo wir die Gemüter und die Gehirne wirklich umprogrammieren können, in Richtung eben, ja, in die Richtung, die uns eben vorschwebt. Die Frage wäre, wenn das wirklich passiert, irgendetwas, und bald, ja in 2012 zum Beispiel, erstens,
was ist dann an eben das, was der Herr gefragt hat, an Gewalt zu erwarten, beziehungsweise wie können die Leute dem begegnen? Das wäre eben interessant. Oder beziehungsweise, da wir noch immer mit der Gesellschaft zu tun haben, die da eben auch dieses Segment gezeigt wurde, wo eben dieser dicke Mann liegt da im Bett, ne, und weiß nicht, was er mit sich tun soll, in dem Moment, wo alle Aufgaben wegfallen. Also sei er arbeitslos oder zum Beispiel es crasht eine Gesellschaft und es gibt keine Jobs mehr und es gibt einfach Strukturen nicht mehr. Und wir sind aber alle eben jobgesteuert, also die Menschen können sich nicht vorstellen ohne Jobs. Was tun sie dann? Also Tag in, Tag out. Wie kann man dem vielleicht begegnen? Also, Dankeschön. Nachdem wir derzeit sehr viele Wortmeldungen haben, würde ich gerne die ein bisschen sammeln. Ich habe es notiert. So, hier haben wir dann einen Cluster an Wortmeldungen. Beginnen mit dem Herrn mit der Brille auf dieser Seite. Und dann die beiden Damen neben ihm. Bitte mach es zuerst als Mann wieder. ich habe das Mikro. Ja, zum Thema Zweck und Sinn des Lebens, das ist schon ein bisschen länger her, jetzt sagen, dass ich die Szene im Film recht spannend gefunden habe, wo es um diese visuelle Stadt gegangen ist und wo es geheißen hat, ja, quasi, dass irgendjemand noch diesen Computer steuern muss. Und es aber sicher so ist, wenn die Menschen sich nicht mehr über Existenz sorgen müssen, nicht mehr arbeiten müssen, sie sich hier gerne freiwillig melden, um den Computer zu bedienen, wie alle aufgezeigt haben im Film. Und das fand ich recht spannend, dass er quasi davon ausgeht, dass wenn die Menschen nicht mehr arbeiten müssen, sie sich hier gerne melden zum freiwillig arbeiten. Ist das schon mal falsch? Ich habe mich schon gemeldet. Ich würde in Summe viel weniger arbeiten als heute sozusagen. Ja. Ich würde in einer Welt leben, wo ich. Ich würde in Summe viel weniger arbeiten als heute und ich würde in einer Welt leben, wo ich sicher sein kann, dass ich saubere Luft, sauberes Wasser habe, wo ich nicht die ganze Zeit Autolärm höre, wo nicht jeder Zentimeter Natur asphaltiert wird oder irgendein Tourismus-Event daraus irgendwie gemacht wird. Ich würde in einer Welt arbeiten gehen, sozusagen, wo ich weiß, dass niemand deswegen verhungert und dass ich nicht den Planeten damit zerstöre. Ja. Also, ich wollte noch weiterführen und sagen, dass mich das ein bisschen bringt zu dem Thema, was der Herr zu Linken vorhin gesagt hat, zum Thema Rosenberg, der auch in seiner gewaltfreien Kommunikation im Prinzip von Bedürfnissen spricht. Und meine Frage eben auch ein bisschen an den Film war, weil Rosenberg zum Beispiel sehr konkret aufzählt, die Bedürfnisse, die jeder Mensch hat, also von absoluten Grundbedürfnissen noch sowas wie Anerkennung, Respekt, Liebe und so weiter. Und meine Frage ein bisschen ist, wenn quasi diese Arbeitswelt wegfällt, so wie der Herr in der vorletzten Reihe von gemeint, welche Bedürfnisse bleiben dann, die gestillt werden müssen? Oder welche gibt es überhaupt? Und im Film kommt es ein bisschen so raus, als würde man zuerst quasi schauen, in dieser visionären Welt, welche Bedürfnisse gibt es von den einzelnen Menschen und die will man nachher befriedigen. Und meine Frage ist, ob es nicht sowas wie über die Grundbedürfnisse hinaus noch Bedürfnisse gibt, die jeder Mensch hat. Soziale Grundbedürfnisse, die im Film, finde ich, nicht wirklich angesprochen werden, wo die ein bisschen außen vor gelassen werden, finde ich. Also ich sehe das als Spielwiese genau für diese Bedürfnisse. Wir befreien uns von unnötiger Arbeit und es wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Also es ist ein Prozess und jetzt die Frage, die du stellst, verstehe ich natürlich, es ist sozusagen aus dem jetzigen Denken, aus der jetzigen Situation. Wenn du jetzt allen Menschen plötzlich die Arbeit wegnimmst, dann wissen sie wahrscheinlich wirklich nicht, was sie mit sich anfangen sollen, wenn nicht der Fernseher da wäre, weil dann schauen sie halt fern. Aber genau dieser Film ist ein Impuls, eine Start in einem Denkprozess, ein Umdenken, ein Umfühlen im Körper, im Kopf, mit allen Sinnen. Und du wirst, oder ich bin für mich drauf gekommen, dass die Welt viel mehr zu bieten hat als ein Büro und irgendwie Geld am Konto und eine kleine Wohnung irgendwo in der Stadt, nahe Naschmarkt oder so. Die Welt ist echt ein wunderbarer Spielplatz. Und, darf ich noch was zu sagen? Eine ganz kurze. Und zwar genau zu dem Thema, dass in dieser visionären Stadt dann neben diesen Dingen wie Wohnen und dass sie da alles angeführt haben, Bass und so weiter, eben auch sozusagen im unteren Teil des Kreises sowas wie einen Park und einen Ort für kulturelles Leben und soziales Leben. Und damit werden ja quasi schon Grundbedürfnisse unterstellt, die aber nicht angesprochen werden im Film. Und ich fand es spannend, dass die visionäre Stadt quasi so etwas wie den kulturellen Raum zur Verfügung stellt, damit die Bedürfnisse
in dem Sinn auch gedeckt sind. Dankeschön. Ich würde gerne beim Fragen oder beim Kommentare sammeln bleiben, weil es so viele sind. Bitte. Also ich habe mich viel beschäftigt mit dem Thema, wie weit Leute beeinflusst sind von ihrer Umwelt. Ja. Und die Frage, die dann immer aufkommt, ist, gibt es da noch sowas wie eine freie Entscheidung? Ja, also wenn ich ganz zum Grunde beeinflusst bin von dem, was ich erlebt habe, wie ich sozialisiert wurde, was für eine Umwelt ich habe, gibt es dann eine Freiheit, ja, also eine freie Entscheidung? Und wenn, dann ist immer die Frage, gibt es dann nur die Experten und die Expertinnen, die sagen, frei entscheiden können und die anderen nicht, weil das ist immer die Gefahr, finde ich. Dass es so wirkt wie, ja, alle, die sich falsch verhalten, ja, die dem System zustimmen, die haben wohl halt falsch sozialisiert, ja, die haben das nicht ganz mitbekommen. Und ich finde, das macht es immer schwierig, Leute zu entmächtigen, selbst entscheiden zu können und selbst nachdenken zu können. Und da hat mir der Film auch nicht genug Antwort gegeben. Ja. Also wann setzt der freie Entscheidung ein? Gibt es die überhaupt nicht? Oder gibt es bestimmte Leute, die Weisheit gefressen haben und andere nicht? Und ja, also ein mächtiges Leute und andere nicht, das ist die Frage noch. Ja. Danke. Ihr Kollege, hatten Sie sich vor das Wort gemeldet? Dann bitte schön hier in den hinteren Reihen und dann haben wir diese beiden Statements hier vorne. Ja, ich habe die Diskussion bezüglich der visionären Stadt, also diese Vorstellung, eher als Theorie empfunden. Also wenn ich den ersten Teil des Filmes auf mich wirken lasse, dann muss ich sagen, es kommt auf uns eine düstere Zukunft zu. Also die Staaten werden bankrott, die Nahrungsmittelproduktion kann nicht mehr mit dem Bevölkerungswachstum mithalten, der Dollar als Schneeballsystem. Die Menschen werden arbeitslos, der Staat kann die Pensionen nicht mehr bezahlen, kann das Arbeitslosengeld nicht mehr bezahlen. Was kommt da auf uns zu? Also ich sehe da wirklich, wenn man das auf sich wirken lässt und diese Gedanken fortsetzt, also da sehe ich momentan kaum Möglichkeit, wie dieser Weg, der schnurstracks ins Verderben führt, aufgehalten werden kann. Also da ist die Diskussion über die visionäre Stadt der Zukunft weit weg für mich. Also für mich stellt sich eher die Frage, wie kann man sozusagen das Ganze aufhalten bzw. in eine andere Richtung dirigieren, damit man vielleicht irgendwann einmal in einigen Jahrzehnten darüber diskutieren kann, über neue Gesellschaftsformen zu finden. Weil momentan also werden wir dominiert von irgendwelchen Lobbys, die sozusagen in Brüssel, in den Parlamenten oder beim US-Kongress einsagen und sozusagen vorgeben, was zu tun ist. Das sind die Energiekonzerne, das sind die Pharmakonzerne, die Finanzbranche, alle wirken ein auf die Politiker. Und wenn das so weitergeht wie bisher, dann muss ich sagen, da sehe ich eher sozusagen, das was der erste Teil des Films sehr gut dargestellt hat, ein großes Chaos auf uns zu kommen. Dankeschön. Sie kennen vielleicht dieses kleine Heftchen mit dem Titel Empört euch von Stéphane Hessel, eine sehr lesenswerte Lektüre. Ich habe jetzt vorhin einen Kommentar übergangen, Entschuldigung, der Herr hier in dieser Reihe, aber zwei Damen hier vorne. Also darf ich unserer Regel folgen, zuerst Sie bitten um Ihr Statement. Ja, schönen guten Abend. Ich sitze da die ganze Zeit und fühle, was das alles mit mir macht. Mein erster Eindruck war eigentlich, ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt und ich komme aus dem Müllviertel und da habe ich diese alte Bäuerin am Spinnrad gesehen, der man jetzt einen Computer hinstellt und was die da damit tun soll. So habe ich mich ganz kurzfristig gefühlt. Wie soll denn das gehen? Also ich habe mich anstecken lassen von diesem Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Im Moment ist das ja relativ einfach. Das Energiefeld ist ja voll davon. Und je länger ich da jetzt hinhöre, interessiert mich immer weniger das, wie soll das gehen, weil das, glaube ich, in unserem Gehirn noch gar nicht abrufbar ist. Was bei mir jetzt aufkommt, ist eine große Begeisterung und ein Vertrauen in eine Vision. Wenn wir nicht beginnen, visionär zu sein, und die wurden alle mal als Spinner abgetan und man hat gesagt, das ist alles unmöglich und wie soll denn das gehen? Nein, es ist möglich. Und wenn ich sage, it's possible, fällt mir natürlich nur mehr eines ein, Curitiba in Südamerika. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder wer von euch weiß, dass es solche Modelle bereits gibt, mit wunderbaren Ansätzen, dass wir da schon viel weiter sind, als wir glauben.
und dass dieses Modell von Curitiba schon in 60 bis 80 Städten, glaube ich, auch umgesetzt wird und vieles, was wir da gesehen haben, bereits gelebt wird, zwar nur ansatzweise, aber dennoch Städte, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo diese ganzen kulturellen Austauschzentren, die Parks, alles menschengerecht gestaltet ist und wir das bitte bereits haben. Und das sollte eigentlich der Anlass dazu sein, an dieser Vision festzuhalten. Und ich habe mir gedacht, wie soll denn das gehen, das ist nicht möglich. Aber je länger ich hinhöre und auch in mich reinfühle, denke ich, dass es die Vision mal braucht und die Möglichkeit, also diesen Gedanken, dass es möglich sein kann und möglich sein darf. Und aus diesem, das ist nie möglich, in das It's Possible gehen sollten. Vielen Dank. Ja, ich sitze da und habe reflektiert und was ich besonders spüre, ist die Sorge, dass ich es vielleicht nicht mehr ausgehen könnte mit den Ressourcen auf der Welt. Was mir Sorge macht, ist die unglaubliche Ignoranz von vielen Menschen oder der Menschheit angesichts des Ressourcenschwundes, dass man einfach polemisiert, politisiert und es vorne hinschiebt. Ich kenne das Thema seit 30 Jahren. Die Wissenschaft sagt es auch schon noch viel länger. Und jetzt ist es da. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es da. Und es ist jeder Einzelne von uns gefordert, sein Bestes zu geben. Und mehr als das Beste geben können wir nicht. Und das hängt von unserem Bewusstsein ab, nach meiner Meinung. Und ich denke, ich bin sehr dankbar für diesen Film, den kann man jetzt zerpflücken und alles Mögliche drin sehen. Für mich ist er auch streckenweise sehr amerikanisch gefärbt und sehe gewisse Dinge anders. Dennoch bin ich dankbar für derartige Anstöße und ich würde mir wünschen, dass der ganz viel verbreitet wird. Es gibt ja mittlerweile viele Filme in diese Richtung, die gemacht werden und Nachrichten. Ich nehme auch wahr, dass sich viele Menschen zusammenrotten und über diese Themen diskutieren und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Was mir auch noch eingefallen ist zu dem zweiten Teil, also mit dem Computer, das hat mich nicht sehr glücklich gemacht, weil wenn ich mir vorstelle, dass die auch hier die Ressourcen schwinden, der Rohstoffe, die für Computer nötig sind, und ich mir vorstelle in der Vision, dass es vielleicht einmal kein Computer gibt, dann möchte ich mir anschauen, was die Menschheit dann tut in einer Welt, die vollends von diesem Computer gesteuert ist. Die große Hoffnung, ich beschäftige mich über 30 Jahre mit diesen Sachen, mit Bewusstseinsarbeit, und ich nehme auch wahr, dass viele, viele Menschen sich mit Bewusstseinsarbeit auseinandersetzen, und die sind alle unter uns, und zwar weltweit. Und auf diese Menschen hoffe ich. Danke. Vielen Dank. Kurzen Stand der Dinge. Wir haben zurzeit drei Wortmeldungen von eurer Seite und dann würde ich gerne wieder den Ball auch an euch geben. Diese drei Wortmeldungen, die ich registriert habe, war ihre. Ihr, die schon lange aus ist und vielleicht wechseln wir mal ab und lassen die Männer vielleicht mal vor. Obwohl, es bietet sich so günstig an, wenn das Mikro in der ersten Reihe ist. Und dann ihre. Und dann würde ich gerne den Ball an euch zurückspielen und schauen wir dann auf die Uhr anschließend. Bitte schön. Also ich mach's ganz kurz. Ich bin Architektin, Mediatorin und seit einigen Jahren auch in der systemischen Arbeit eingetaucht und sozusagen da wirklich mit Begeisterung dabei. Das eine, was mir eingefallen ist oder was mir aufgefallen ist, ist der Ansatz der interdisziplinären Tätigkeit und gemeinsamen Lösungssuche. Das würde ich auf jeden Fall voll unterstreichen. Und da auch Unterstützung suchen, also auch wenn Leute jetzt aus dem Bereich Architektur und Städteplanung vielleicht hier sind oder sich bei euch melden, dass wir uns da auch zusammenschließen und finden, weil ich das Gefühl habe, dass der systemische Ansatz zum Beispiel dort noch nicht so vertreten ist, wie er sein könnte.
Und vielleicht ein Kommentar aus einer ganz persönlichen Sicht, jetzt wie ich den Film gesehen habe. Ich habe mich bis jetzt noch nicht so sehr mit, im positiven Sinn mit Geld und mit Geldwirtschaft auseinandergesetzt. Und jetzt hat dieser Film einen mittlerweile mit der Diskussion einen eigenartigen Effekt auf mich gehabt, was das Geld betrifft. Also dieses sehr negative Image des Geldes hat sich für mich jetzt einfach insofern gewandelt, dass es ein Stück Papier ist, das einen gewissen Tauschwert repräsentiert. Und wenn wir sozusagen mal die Zinsen streichen und wirklich nur den Tauschwert sehen, es vielleicht auf diese Art und Weise auch anders verwenden können. Also ich würde es jetzt für mich zumindest jetzt mal so andenken in Zukunft. Ja, das ist das, was mich am Film berührt hat, weil das eine Frage vorhin war. Und jetzt gebe ich gerne den Kommentar mal weiter an den nächsten Mann, glaube ich, da hinten. Dankeschön. Ja, das ist jetzt ein paar Reihen, zwei, drei, vier Reihen, noch zwei weiter. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, jetzt bin ich gerade beim Überlegen, ob ich das jetzt noch alles in Erinnerung habe, was ich sagen wollte. Mittlerweile, jetzt wollte ich ja nicht auf viele Kommentare irgendwas sagen, aber was bei mir großteils noch hängen geblieben ist, was ich sagen wollte, war, dass dieser Wandel auf jeden Fall kommen muss. Also es ist nicht eine Frage von, wird das jetzt passieren oder nicht. Wir sehen es eh, mit der nächsten Rezession, wir werden Einsparungen gemacht und dann wird halt alles automatisiert. Die Frage, die wir uns stellen müssen, glaube ich, ist halt, wollen wir in Zukunft in Freiheit leben oder wollen wir mit dem System weiterfahren? Also das ist das eine. Und das andere zum Thema Arbeit, wenn diese freie Arbeit sich jetzt etabliert, ist die Frage, was ist unser Ansporn? Und ich glaube, jeder Mensch hat gewisse Fähigkeiten und, und das Glücklichste, was einem Mensch oder passieren kann, ist, dass er seine Fähigkeiten zur Wirklichkeit macht. Also, dass er durch seine Arbeit, die ihn erfüllt, zu einem glücklichen Menschen für sich wird und dass er dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft, dass er die Gesellschaft mitformt. Und ich glaube, das ist der Anreiz, der in Zukunft da sein wird für Arbeit. Also Arbeit soll ja auch Spaß machen. Sollte zumindest. Dankeschön. Dann habe ich einen Kommentar wieder hier vorne. Wenn Sie es bitte drei Reihen nach vorgehen, wenn ich das richtig zähle. Dankeschön. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob diese Österreich-Gruppe Zeitgeist auch Projekte versucht zu realisieren oder ob es da immer bei Hin- und Her-Diskutieren bleibt und sind zu viele und zu wenig Frauen da, was mir persönlich wurscht ist, ob es ist wer da und dort was, wer immer da ist, ist da, wer nicht. Habt ihr irgendwelche Projekte, die ihr auch durchzieht, die auch versucht werden, real mal ins Land zu setzen, um nicht gegen etwas sein zu müssen, sondern für was sein zu dürfen? Sie meinen abgesehen von der Filmvorführung? Ja, ja, ja. Natürlich. Gut, Dankeschön. Wenn wir jetzt den Ball zurück an euch geben und ich werde mich bemühen, einmal zusammenzufassen, was ich an... Es waren sehr viele Kommentare von euch, das finden ich und wir sehr erfreulich. Und ich möchte jetzt sozusagen die Fragen daraus ableiten oder daraus herausziehen und würde die an euch geben. Und die, das eine war ganz am Anfang, Sie sagten, was wir an Gewalt zu erwarten haben und... ob man sich nicht nutzlos fühlen würde, wenn alle Arbeit wegfällt. Ich möchte da gleich bei der Arbeit bleiben, die war sehr oft genannt, nämlich im Zusammenhang auch mit der Motivation, freiwillig zu arbeiten, welche Bedürfnisse, wie beispielsweise die Anerkennung, bleiben würden, wenn Arbeit wegfällt. Dann war später noch einmal, was ich eigentlich auch so, na, dann gab es noch den Ansporn für freie Arbeit und letztlich die, was ich auch unter Arbeit zählen möchte, die Projekte, die Zeitgeist-Movement in Österreich macht. Ja, das ist für mich durchaus Arbeit, wenn man jetzt nicht nur bei der Erwerbsarbeit bleibt. Wer möchte da mal auf die Gewaltfrage, schaue ich immer zu dir, Georg Wielender, das ist, liegt auf der Hand. Darf ich dich? Bitte.
Ja, es geht mir genauso wie dem Vorredner. Es sind eine Fülle von roten Fäden, die da hingeworfen werden, wo man nicht weiß, wo man anfängt. Also zum Rosenberg sage ich jetzt mal dazu, und das kam auch im Film immer wieder, der Rosenberg sagt, ein Ärger ist immer sozusagen der Ausdruck von einem unerfüllten Grundbedürfnis, ja? Oder von unerfüllten Bedürfnissen. Ich habe die Erfahrung auch gemacht in der Konfliktregelung, ja? Mit der Torin, gibt mir möglicherweise recht, der Schlüssel für die Lösung eines Konflikts, wo man zwei streitende Parteien am Tisch sitzen hat, ist immer sozusagen das Ansprechen, also das ist der Umkehrpunkt, der Wendepunkt, ist, wenn es wirklich runtergeht auf die unerfüllten Bedürfnisse. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, mit dem wir uns selber mit uns beschäftigen können, dass wir sagen, was sind denn die Bedürfnisse? Ja? Das führt dann auch so in diese moderne Zukunftsstadt da hinein. Ja? Also für mich auch nicht wirklich vorstellbar, in so einer Stadt zu leben, weil mir wäre fad, weil Arbeit macht Sinn, ich mache meine Arbeit gern. Ich mache es nicht wegen Geld, ich sitze auch hier nicht wegen irgendeinem Geld, sondern ich mache Dinge, die mir auch, also wo ich das Gefühl habe, da treibt es mich dazu. Ja. Aber ich denke mal, es geht um die Bedürfnisse. Ja. Und ein wichtiges Grundbedürfnis, auch im Film genannt, ist eigentlich auch geliebt werden oder Liebe. Und so sehr dieser Begriff auch abgenutzt und abgelutscht ist, ich glaube, das sage ich da jetzt in diese Richtung hin, was immer auch kommt, ja, das ist das, worauf wir uns einschwingen müssen, ist einfach mit einem liebenden Herz, mit dem Kraftwerk, was jeder Mensch in sich hat, das zu aktivieren und hier in die Liebe zu gehen. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ja, von einem Sozialarbeiter gesagt zu bekommen, aber so geht es mir im Moment. Das ist wirklich das, was ich empfinde. Du bist auch Energiearbeiter, wenn du so. Dankeschön, Georg Wielender. So, jetzt möchte ich an dich, Peter Klein, die Fragen so rund um die Arbeit richten und anschließend an dich, Mili Maric. Also, es war, welche Bedürfnisse bleiben, wenn die Arbeit wegfällt? Und ich glaube, wir sind uns einig, wir sprechen da in dem Zusammenhang immer nur von Erwerbsarbeit und nicht von der freiwillig geleisteten Arbeit. Ist das korrekt? Freie Tätigkeit, freie Arbeit. Ja, aber wir sprechen jetzt hier insbesondere von der Erwerbsarbeit. Habe ich das richtig verstanden? Was bleibt, wenn die Erwerbsarbeit wegfällt? Das mit dem Gedankenlesen funktioniert ganz gut, weil das zur Arbeit hätte ich auch gerne was gesagt. Ich möchte das einfach immer aus dem persönlichen Hintergrund sagen. Wenn ich so überlege, was ich habe auch schon verschiedene Arbeiten gemacht, was mich immer so motiviert hat. Ich habe immer relativ früh hat man ja auch schon, was ist das Talent, was ist das, was ich am liebsten tun möchte. Und ich habe immer gesagt, ich arbeite einfach gerne mit Menschen, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Und in jungen Jahren war mit Menschen zu tun haben, jetzt kommt dann gleich der Aufschrei, das war für mich Versicherungen verkaufen, weil ich in jungen Jahren mit Anfang 20 der Meinung war, das ist sinnvoll und wichtig, Versicherungen zu verkaufen. Später habe ich dann Leute trainiert, die Versicherungen verkauft haben. Und habe die motiviert, habe denen geholfen, erfolgreich zu sein. In dem Alter hielt ich das für wichtig und für sinnvoll. Irgendwann war dann Versicherungen für meine Welt zu klein. Dann habe ich angefangen mit Kommunikation, habe Manager beraten. Dann habe ich irgendwann festgestellt, mir ist noch wichtiger, in das Therapeutische reinzugehen. Da habe ich dann weniger Geld verdient, habe dann aber irgendwie noch mehr gearbeitet, was mir Spaß gemacht hat. Jetzt bin ich hier im integralen Coach angekommen. Also mir geht die Arbeit nicht aus. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet. Für noch weniger Geld. Was es da zu forschen gibt, was es da zu lesen gibt, was ich mich weiterbilden kann. Ich habe Seminargruppen, da sind Lehrer drin, da sind Ärzte drin, da sind Manager drin. So eine Diskussion wie heute. Den Film haben wir jetzt dreimal angeguckt. Ich glaube, den kann ich mir noch fünfmal angucken. Und da ziehe ich immer noch irgendwas draus. Also ich habe für mich, Gott sei Dank, das Glück, wenn ich jetzt für meinen Erwerb nicht mehr sorgen müsste, sondern dürfte nur noch freiwillig arbeiten mit Dingen, die mir Spaß machen und die sinnvoll sind. Bei dir war es das Herz, das sehe ich auch. Ich sehe auch den Begriff der Sinnhaftigkeit. Also sich wirklich etwas zu überlegen, was ist sinnvoll für mich, was ist sinnvoll für mein persönliches Umfeld, was ist sinnvoll für die Welt und wo geht es darum, dass Menschen
in der Kreativität, in ihrem Bewusstsein, in ihrer Kommunikation, in ihrem Umgang miteinander einfach lernen können, das jeden Tag vielleicht ein kleines Stückchen besser zu machen. Ich glaube, wir haben noch so viel zu tun. Wenn ich jetzt diese Stadt, wenn das wirklich irgendwann mal so kommen sollte, als visionäres Endbild sehe, da gibt es noch so viel zu tun. Also ich glaube, in diesem Leben geht mir die Arbeit aus Spaß und Freude in diesem Bereich und die Kreativität nicht aus. Kann man für mich reden. Dann hatten wir den Ansporn für die freie Arbeit und die Projekte, an denen Zeitgeist, an denen die Zeitgeistbewegung in Österreich arbeitet. Also vielleicht kannst du nochmal definieren, was du als Projekt verstehst, weil Kinovorführung ist nicht genug. Du hättest gern mehr. Dein zweites Ich. Ja, die Frage ist, ob wir, Fritz, das sind ja gewisse viele Dinge angesprochen, viele Projekte angesprochen. Also das Minusprojekt ist ja. Das Minusprojekt ist ja etwas voluminöser, als hier jetzt in diesem Film gezeigt. Da sind ja viele Ansätze, die für mein Dafürhalten zu mindestens 40% wert wären, sie so anzudenken, sie auch auf die Beine zu stellen. Passiert da irgendwas? Kann man sich da einbringen in irgendeiner Form, als Mitarbeit oder finanziell oder was auch immer? Also bei finanziell natürlich. Nein. Also wir sehen, dass das Allerwichtigste, was ist, was derzeit Thema ist, ist, dass mehr Leute, mehr Menschen davon Bescheid wissen, selber in so einen Prozess reingehen und sich überhaupt diesen Traum zu träumen erlauben. Also Deutsch war das nicht. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil du kannst jetzt nicht so eine Stadt isoliert für ein paar tausend Leute oder ein paar Millionen Leute aufbauen und erwarten, dass alle anderen sagen, ja passt, die haben ihr Ding. Genau. Was kann man konkret machen? Also konkret, momentan arbeiten Leute auf Hochdruck irgendwie daran, den Film zum Beispiel auf Deutsch zu synchronisieren. Deine Stimme ist ganz gut. Also. Ein anderes Ding ist, wir bemühen uns, das natürlich in Kinos zu bringen, wir bemühen uns, das ins Fernsehen zu bringen, wir bemühen uns, irgendwie aufzufallen in der Öffentlichkeit, so dass wir Menschen erreichen, Leute erreichen, sich das anzuschauen. Konkret fällt mir jetzt ein, seit gestern, ich weiß nicht, ob ich das, seit gestern haben die auf der Venus Project Webseite, haben sie so einen Donation-Button draufgetan, weil sie jetzt vorhaben, einen quasi Hollywood-mäßigen Film auf die Beine zu stellen, der die breite Masse erreichen soll. Also, weil dieser Film erfordert schon sehr viel Konzentration und Sitzfleisch und man möchte sozusagen einen auf lustig Film oder wie auch immer machen, der den normalen Menschen jetzt sozusagen von McDonald's abholt. Und das ist jetzt gerade wenn jemand sozusagen möchte, könnte er da spenden. Aber wenn wir in Kontakt, wenn wir uns die Kontaktdaten austauschen, also es gibt so viel zu tun, also ich sollte mir mehr Zeit nehmen für meine Freundin sozusagen. Also ich bin für jede Hilfe dankbar. Vielen Dank. Zum Thema der Arbeit möchte ich auch noch gerne etwas ergänzen für diejenigen unter euch, denen Fridtjof Bergman vielleicht noch kein Begriff ist. Fridtjof Bergman ist auch Philosoph und vertritt die These, dass jeder Mensch sich selbst in die Lage versetzen sollte oder man jedem Menschen dabei hilft, sich selbst zu ermächtigen, das zu tun, was sie oder er wirklich, wirklich machen möchte. Und da sind wir auch beim Ansporn, weil es gibt, also mir fallen zig Sachen ein, die ich wirklich, wirklich gerne tue, aber sie gelten halt nicht als Erwerbsarbeit. Also Fridtjof Bergman sehr zu empfehlen zu diesem Thema. Dann hatten wir als Thema, das auch sehr oft aufgekommen ist, die visionäre Stadt, ob sie jetzt genau so oder anders aussieht. Und auch ganz wichtig, Ihr Vorschlag, sich zu vernetzen. Sie als Architektin am 4. Mai wird auch wieder eine Filmvorführung sein, wo ich glaube, man darf auch nur zur Diskussion kommen, wo am 4. Mai sozusagen das Thema Architektur unter anderem auch, also Wissenschaft, Architektur im Vordergrund steht. Aber ganz toll, da habe ich einen Kontakt für Sie. Und zum Thema, also die visionäre Stadt, da war auch
Curitiba genannt worden, Lateinamerika. Also Lateinamerika scheint uns so schon diesbezüglich um ein Häusereck voraus zu sein, weil dort lebt, ist auch die gelebte Solidarität ganz stark vorhanden. Curitiba ist eines, aber auch das Töpfeschlagen und die Volksküchen in Argentinien nach dem Finanzcrash das andere. Du hattest gemeint zu den Kibbutzen. Mir hat der Bereich von Kibbutz auch sehr gefallen, weil es da auch wiederum gegangen ist, dass eigentlich dass sie auch Gewalttäter in die Kibbutze hinschicken, damit sie lernen, sozusagen wirklich gewaltfreier zu leben. Auch den Kibbutz-Gedanken gibt es ja schon lang. Für mich ist nur das Interessante, es gibt auf der ganzen Welt immer Community-Ansätze. Ja? In Österreich gibt es Dorfgemeinschaften, da kann ich jetzt nur sagen, wie in der letzten Woche einen Schülerkonflikt irgendwie mitbekommen, der jetzt auch in der Zeitung gestanden ist, zwei achtjähriger Schüler, wo es eine Pausenrauferei gegeben hat. Mittlerweile ist das sozusagen ein Riesenkonflikt geworden, wo der Vater des Opfers sozusagen den Lehrer und den Direktor und alles eigentlich fast mobbt, ja, das ist an der Grenze des Mobbings. Da denke ich mir, das ist nicht Community, ja, das ist nicht das, was man unter Community versteht. Ja. Da fehlt es uns Österreichern, sage ich jetzt einmal, wirklich einen Community-Gedanken aufzubauen. Nämlich wirklich, und das können wir in der Großstadt Wien auch. Ja. Eigentlich müssen wir uns in Gruppen zusammenschließen. Eben jetzt beim Thema Stresstest habe ich mir gedacht, machen wir mal den Stresstest wirklich für uns. So wie die Japaner jetzt. Ja. Stresstest heißt letztlich, stellen wir uns vor, es fällt der Strom aus. Ja. Für lange, nicht nur für eine Stunde. Strom fällt aus, Gas fällt aus, Wasser fällt aus. Ja. Was tun wir? Wir haben kein Facebook, wir haben kein, was weiß ich, keine Handys, nichts funktioniert. Ja. Macht einmal den Stresstest. Mit wem kommuniziere ich? Wo ist meine Community? Familien gibt es schon noch, ja, die halten noch zusammen. Aber es gibt keine übergreifenden Communities. Ja. Wir haben diesen Gedanken nicht. Ja. Und das ist mein Impuls, ja, eigentlich, dass wir das bilden. Also ich denke mir, wir sollten uns wirklich vernetzen, nämlich auch örtlich. Ja. Das heißt, wenn wirklich alles ausfällt, ja, dass wir wirklich Menschen haben in der näheren Umgebung, in einer Großstadt wie Wien, wo wir wissen, wir halten zusammen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es wirklich dramatischer werden sollte. Dankeschön. Und dann hatte ich noch recht elementare weitere Fragen, nämlich wann setzt sich die freie Entscheidung ein, was tun, um das, was sich zurzeit bewegt, aufzuhalten, neue Gesellschaftsformen und der Wandel, der kommen muss, beziehungsweise wenn man an Nordafrika denkt, schon vor der Haustür steht. Nicola, wie viel Zeit haben wir denn noch? Es ist jetzt 10 vor 11. Das mache ich. Gerne abschließend in eurem Namen. Deshalb eine kurze Runde noch einmal zu euch. Noch eine letzte Kommentar- oder Fragerunde. Bitte schön. Wir nehmen uns dafür 5 Minuten Zeit. Das ist jetzt weniger ein Kommentar, sondern vielleicht schon ein Teil einer Antwort auf die Frage, wo wir unsere Freiheit hernehmen in den Entscheidungen, weil ich gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren viel Erfahrung gemacht habe, auch mit dem systemischen Denken und mit also Aufstellungsarbeit und in diese Richtung. Und das ist schon eine Möglichkeit, sich sozusagen auch von außen etwas anzusehen, wo man beeinflusst ist, und diese Beeinflussungen oder diese Einflüsse einfach zu erkennen und dann entsprechend freier zu handeln. Also das kann ich sozusagen jetzt einfach als Kommentar schon oder als Teilantwort vorwegnehmen oder in den Raum stellen. Ich glaube, solange es Medien gibt, die Menschen konsumieren, gibt es keinen freien Willen. Solange hinter diesen Medien Menschen stehen, die Ziele verfolgen, von denen sind wir abhängig. Das kommt derart subtil in unser Unterbewusstsein, wie wir dann unsere Entscheidungen setzen.
den freien Willen als solchen gesehen hat. Aber nicht nur die Medien, Entschuldigung, auch das soziale Umfeld. Ja, ja, natürlich. Entschuldige, nicht nur die Medien, aber die Medien sind natürlich die, denen wir am meisten ausgesetzt sind. Aber klar, es ist so Kultur, alles, die Familie, der Nachbar, alles. Aber das wäre zum Beispiel ein Projekt gewesen, was du vorhin gesagt hast, zu schauen, wie können wir wieder kleine Communities bilden. Das wäre so etwas. Es muss halt unbedingt technisch sein, wobei ich habe das eher vorher technisch gemeint. Von dem Venus Project gibt es sehr gute technische Ansätze, wo ich glaube, dieses Windkraftwerk habe ich seit 1,5 Jahren auf dem Zeichenbrett bei mir, das zu bauen. Also genauso, wie es der es gezeigt hat. Vielleicht fokussieren wir uns in den letzten Kommentaren von eurer Seite und vor der Abschlussrunde hier auf die Fragen, was können wir tun? Wir sind hier gerade am Sammeln, was wir definitiv aktiv tun können. So, ich habe jetzt hier nämlich eine ganze Reihe und ich würde auch bitten, das sind dann von eurer Seite die letzten Kommentare. Sie und dann waren Sie und Sie haben gleich noch aufgezeigt und... Gut, bitte diese kurze Fassung von euren Kommentaren, bitte mit dem Fokus, was können wir tun? Wir beginnen hier, bitte. Danke. Was können wir tun? Ich glaube, wir können uns selber enden, wie mehr als anderen zu enden. Das heißt, ich kann mich selber enden. Ich habe die Kontrolle, mich selber zu enden. Ich habe die Kontrolle, auf etwas zu verzichten. Ich habe die Kontrolle, auf noch etwas zu konsumieren. Das heißt, dieses Markt liegt bei uns. Und ich glaube, das können wir mitnehmen. Danke. Herzlichen Dank. Dann hatten Sie sich zu Wort gemeldet. Entschuldigung, hier vorne. Ich weiß, es geht jetzt ein bisschen quer. Dankeschön. Also für mich ist dieser Film eine sehr, sehr gute Metapher, dass wir unbedingt jetzt was tun müssen. Ohne jetzt den Film in den Einzelheiten zu zerpflücken oder irgendwo zu sagen, das ist zu utopisch oder das reicht doch ressourcenmäßig doch gar nicht. Also das sind irgendwo eher Visionen, wo man sagt, wir müssen uns als Gesellschaft endlich einmal selbst ermächtigen. Und wie man das genau macht, diese Antwort möchte ich gar nicht genau geben, denn im Prinzip, ich halte mich da, ich überlege da sehr viel diesbezüglich auch. Und Götz Werner zum Beispiel vom Grundeinkommen in Deutschland hat er in seinem Buch Grundeinkommen für alle geschrieben, dass man nicht die Antwort eigentlich gleich vorwegnehmen sagen soll, sondern man muss die richtigen Fragen, wenn man sie schon vielleicht weiß, die Antworten zumindest so stellen, dass die Antworten möglichst von vielen kommen dann in die Richtung und dann bewegt man was. Also in dem Sinn möchte ich auch gar nicht mehr so viel anderes dazu sagen. Dankeschön. Danke. Die sozioökonomischen Sackzwängen engen ja unsere Spielräume. Nun ist die Frage, das ist interessant, dass es einen Zeitgeist-Movement gibt. Ich hätte gerne auch hier eine gewisse Vision gehört. Wie können wir uns befreien von diesen sozioökonomischen Sackzwängen? Zweiter Punkt wäre, was wir auch im Film gesehen haben, dass wir überhaupt anfangen zu produzieren, was unseren Bedürfnissen entspricht. Das heißt, wenig an Ressourcen zu strapazieren, als eine Unmenge Produktionsware hier zu stellen, um einfach wegzuschmeißen. Ich denke, jede Kultur bedarf eben seiner eigenständigen Entwicklung. Und so meine ich, dass wenn wir die Normen, die Produktionsfaktor angepasst an unsere kulturellen Rahmenbedingungen, dann glaube ich, dass wir werden hier ein Stück weiter gekommen, als immer wieder auf die herkömmliche Methodik der Produktion. Ein letztes Wort möchte ich auch hier hinzufügen, dass wir müssen anfangen, unsere Mental hier, Bankruptcy, sagen wir, dass wir uns befreien von dieser
mentale Sklaverei, die wir uns einfach aufgrund die Herrschaftssysteme, die wir uns unterfangen haben. Und wenn wir das einmal geschafft haben, dann glaube ich, dass wir werden eine Welt ohne Gewalt leben. Was man tun kann, ist eventuell sich auch einige Fragen zu stellen, unter anderem zum Beispiel, was überhaupt ein gutes Leben ausmacht. Ich meine, das wird für ihn individuell unterschiedlich ausfallen, die Antwort. Aber die Frage dennoch wird äußerst selten gestellt, kommt mir jedenfalls vor, wofür es sich zu leben lohnt und was das Schöne am Leben ist. Und da wird sicher einiges wegfallen von dem, was da auch in dem Film kritisiert wird. Und eine andere Frage, weil das heute auch schon mehrfach thematisiert wurde, was kann das Geld ersetzen? Und ich glaube, das Geld braucht nicht ersetzt zu werden. Also ich glaube auch, es braucht keine Tauschmittel geben, die irgendwie die Geldwirtschaft ersetzen soll. Und es bedarf des Tausches nicht, wenn man sich gewahr wird, dass man eigentlich in einem Überfluss lebt. Ich meine, problematischer Begriff vielleicht, aber tatsächlich produzieren wir von allem viel zu viel und müssen, um irgendwie eine künstliche Knappheit vortäuschen zu können, um Produkte wertvoll zu machen, sehr viel von dem, was wir produzieren, gleich wieder einstampfen, verbrennen oder ins Meer kippen oder sonst irgendwie loswerden. Und angesichts dieses Überflusses, der real da ist, nur halt nicht in den Lebensmittelregalen der Supermärkte, macht Tauschen, meine ich, überhaupt keinen Sinn. Also dann wäre es vielleicht möglich, seinem Vis-à-vis nicht mehr als Tauschpartner, respektive Tauschgegner gegenüberzutreten, sondern als einem Menschen mit Wünschen, Bedürfnissen, Sehnsüchten, genauso wie ich auch. Und das würde, glaube ich, irrsinnig befreiend wirken. Ja, das wäre es. Vielen Dank, das war Tauschgegner. Ich noch nie gehört. Ich habe noch zwei letzte Kommentare. Eins von dem Herrn hinten und Nicola vielleicht das Schlusswort von dieser Seite. Bitte schön. Ah, hier, ja. Also ich habe schon während dem letzten Teil, also Kommunikation zwischen uns, einiges notiert, was ich jetzt eigentlich aber weglassen will, weil es zwei andere Sachen gibt, die mich mehr bewegen. Und zwar zum einen die Frage vor allem, wie lange bleibt uns überhaupt eigentlich, um umzustellen auf, also sprich das, was jetzt im Film eingegangen wird, dass wir nicht mehr die Massenproduktion haben wie bisher und so weiter und so fort, dass die Müllhalden nicht mehr so rasant ansteigen wie bisher etc. Wie lange haben wir noch Zeit eigentlich dafür, uns umzustellen, bevor es eigentlich zu spät ist? Das ist eine Frage, die mir immer wieder durch den Kopf geht. Und die zweite Frage, die betrifft eigentlich unser aktuelles System. Da bin ich auch drauf gekommen, weil es ja auch immer wieder ziemlich in alle Richtungen ging jetzt heute Abend mit den, Kommentaren. Und zwar, ich selber habe Neurodermitis und ich bin eigentlich total verunsichert in unserem System, was soll ich essen, welche Medikamente, welche Doktoren und so weiter und so fort. Ich bin eigentlich total verunsichert, was das ganze System von vorne bis hinten angeht. Nahrungsprodukte hört man von der Industrie, also von der ist Forschung oder was auch immer, immer wieder positive Sachen auf das, negative Sachen auf das, das hat schon jeder mitgekriegt. Aber Medikamente, Anwendungsgebiete und was man im Internet so liest über gewisse Krankheiten, meine Krankheiten und andere Krankheiten von anderen, man ist eigentlich heutzutage total verunsichert von vorne bis hinten und keiner weiß eigentlich mehr vor und zurück. Und bezüglich jetzt noch auf eine Kleinigkeit einzugehen, was die Zukunft, also unsere Zukunft jetzt betrifft, mag ich einen Spruch anwenden, und zwar, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und solange es so läuft, wie es gewohnt ist, bekommt er keine Angst wegen Veränderungen, weil wenn irgendwelche Veränderungen auf ihn zukommen, dann fühlt er sich ungewohnt und
Das will er eigentlich nicht generell. Und wenn es schlimmer wird, sage ich mal, ist es gleich mit Ängsten verbunden. Das heißt, wenn etwas in Gang gesetzt werden muss, muss es kollektiv passieren, weil wenn ich weiß, dass der andere der gleichen Meinung ist wie ich selbst, stehe ich nicht allein da und weiß, dass ich mich äußern kann oder beziehungsweise was sagen kann, ohne dass mich der andere entweder gleich auslacht oder was auch immer. Lassen Sie uns hoffen, dass wir keine Gewohnheitstiere sind, alle, wie wir da sitzen. Ich muss Sie nur bitten, das Mikro weiterzugeben, weil sonst läuft die Zeit davon. Okay, alles klar. Danke. Also ich möchte nochmal zur Zeitgeistbewegung sagen und was sich tut. Also die Zeitgeistbewegung ist noch sehr jung, die globale Bewegung ist 2008 entstanden und erst vor einem Jahr haben wir uns in Wien begonnen, wirklich zusammenzurotten und sind eben noch dabei, uns als Gruppe zu finden. Aber mir brennt es auch unter den Nägeln, ich möchte auch was tun. Und es geht auch weltweit den Leuten so, dass sie nicht nur aufklären wollen, sondern auch schon ins Handeln übergehen wollen. Und ich sehe diese ressourcenbasierte Wirtschaft als eine Vision und die Analyse in dem Film als das Triebmittel, das uns unsere Lage bewusst macht und uns wieder die Augen öffnet. Und die Zeitgeistbewegung ist eine Graswurzelbewegung, das heißt, sie entsteht lokal, es gibt keine Hierarchie und sie ist das, was die Menschen aus ihr machen. Deswegen liegt es an uns, zuerst mal bei uns selbst mit der Veränderung zu beginnen, andere davon zu überzeugen oder mit anderen darüber zu reden und dann gemeinsam Punkte zu finden, zu handeln. Und ich sehe das Ganze, ich möchte auch keine Hierarchie und ich möchte auch keine Zielvorgaben von oben bekommen, was zu tun ist, auch wenn es einfacher wäre. Aber bei so einer Bewegung würde ich nicht dabei sein wollen. Und es ist schwierig. Aber ich glaube, nur so können wir wirklich eine Veränderung bewirken, wenn wir uns auch mit vielen anderen Initiativen zusammenschließen, die auf ihre Art und Weise auch eine Bewegung in Gang setzen. Und bei einer Veranstaltung Go for Ökodorf vor 2 Tagen hat jemand gesagt, bildet euch, bildet andere, bildet Banden. Vielleicht können wir das als Ausgangspunkt sehen für uns. Wenn ich jetzt das Schlusswort haben darf, ich übergebe dann nochmal an die Bühne, aber zumindest vom Publikum aus. Also ich möchte mich ganz herzlich für die Teilnahme im Publikum bedanken. Ich möchte mich bei unserem Podium bedanken und ich möchte mich beim Herrn Schrammeck bedanken, der den Film in das Burgkino geholt hat, in sein Kino. Vielen Dank, Nicola Winter. Schönste Frage oder den schönsten Kommentar, den ich mitnehmen möchte, auch sich selbst ändern im Bereich des Konsumierens oder des auch formal Verzichtens und vor allen Dingen die Befreiung von sozioökonomischen Sachzwängen. Und möchte euch um euer Schlusswort bitten, wie können wir als Bande hier heute rausgehen? Ich mache es kurz. Ihr habt gehört zum Schluss auch Lessness, ja? Ich glaube, das ist, wir müssen uns wirklich unsere Bedürfnisse anschauen. Was brauchen wir wirklich? Ja, was ist wirklich das, was ich brauche? Ja? Und möglicherweise, jeder von Ihnen kann zu Hause sich eine Torte aufzeichnen und sich da wirklich die Stücke hineinzeichnen, wie groß die sind, ja? Und wie viele Ressourcen das verschwendet. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel gern nach Thailand auf Urlaub fahre, dann habe eigentlich einen sehr riesen Kuchen schon, der sehr viel Nachhaltigkeit wegnimmt. Ja. Also wirklich anschauen, was brauche ich wirklich und als Konsument wirklich auch verzichten. Vielleicht werden wir auch wirklich verzichten müssen auf Strom und dass dieses Venus-Projekt dann nicht so bald verwirklicht wird, weil diese ganze maschinelle Sache, die da vorkommt, ist mit sehr viel Energie verbunden. Ja, aber das ist alles Zukunftsvision. Ich glaube, was wir jetzt haben, ist wirklich, da bin ich bei der Nicola, Vernetzung, Gruppen bilden, wirklich Gemeinschaften bilden, die ähnlich, sozusagen eine ähnliche Idee haben. Danke. Zum Beispiel Footprint hat uns letzten eingeladen mit zur Vernetzung.
Der ökologische Fußabdruck. Ja. Peter Klein, dein Schlusswort bitte. Ja, es war jetzt gerade so eine letzte und da war ganz viel dabei, was so in unserem Bereich auch einfällt. Bewusstseinsbildung, Bewusstseinsentwicklung. Was kann ich tun, um zu merken, wo Medien mich beeinflussen und mich davon frei machen? Wo wirken alte Familienstrukturen in meinem Leben? Wie wirken Krankheiten in meinem System? Wie kann ich diese Dinge erkennen und wie kann ich als Coach anderen helfen, da ganz einfach einen freieren Geist zu entwickeln? Und wir sind da auch sehr nah dran am Buddhismus, an der Meditation. Ein ruhiger Geist wäre wichtig, die Achtsamkeit wäre wichtig, dieses Spüren, diese Empathie, diese provokative Aussage in dem Film, Leute, die einen leichten Hirnschaden haben, sind bessere Analysten, weil die spüren nichts. Ja? Der Weg geht für mich genau in die andere Richtung. Wir müssen die Menschen ins Spüren bringen, in die Herzensqualität, in die Wahrnehmung. Und da ist im Bereich Bewusstseinsentwicklung ist so viel möglich. Also allein mir werden heute aus dem heutigen Abend hier 3 oder 4 konkrete Projekte allein eingefallen zwischen Zeitgeist und Bewusstseinsentwicklung. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir das eine oder andere hier auf die Schiene. Also zu tun gibt es hier genug. Masse. Jetzt muss ich mir was Gescheites einfallen lassen, oder? Ich weiß nicht, also ich schließe mich den beiden natürlich an und ergänzend vielleicht dieses ganz Persönliche, wo man kein Politiker, wo man kein anderes System, wo man gar nichts braucht. Was kann ich ganz persönlich tun? Da spreche ich jetzt aus meiner Erfahrung. Ich habe 2008 zum Beispiel hinterfragt, was ich eigentlich esse und habe gesehen, dass das auch so eine ein Wurzelproblem in der Gesellschaft ist, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wir essen, welche Auswirkungen das in unseren Körper hat, aber auch aufs ganze Gesellschaftssystem. Das ist etwas, das ich mit euch teilen möchte oder ich vielleicht infizieren möchte. Fragt mal nach, was esse ich, was für Auswirkungen hat das auf meinen Körper und vielleicht kann man da das eine oder andere umstellen. Ich persönlich lebe seit 2008 vegan, trinke keinen Alkohol mehr, ich vertrage keinen Rauch mehr, wenn wer neben mir raucht, auch wenn es draußen auf der Straße ist, das stinkt sozusagen. Ich weiß, jetzt fällt mir alles nicht so ein, was ich alles sagen möchte, aber ich sage mal, der Punkt Essen ist ein Ding, da braucht man keinen Politiker und niemand anderen dazu. Man braucht ein bisschen Zeit, ein paar Bücher lesen, ausprobieren, auch in Zusammenarbeit mit einem Arzt. Also ich habe das als Experiment für mich damals gestartet, weil ich so viel Gutes über vollwertig pflanzliche Ernährung gelesen habe, dass ich es eigentlich gar nicht geglaubt habe. Aber ich habe das Experiment gestartet, bin zum Arzt gegangen, habe mir die Blutwerte nehmen lassen und habe dann angefangen, ein Jahr fast lang mitzuschreiben, wie es mir geht, was mein Blutdruck macht, was mein Gewicht macht und bin alle 3 Monate zum Arzt gegangen und habe mir die Blutwerte auch anschauen lassen. Und mir geht es jetzt viel besser als früher. Also ich glaube, ich bin jetzt 33 Jahre alt und ich fühle mich jünger als, keine Ahnung, mit 25 oder so. Also als Impuls. Ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr heute hier wart. Ich danke für eure Impulse, für eure Kommentare. Sie waren sehr herzerfrischend, dass ich denke, dass das Zeitgeist, die Zeitgeistbewegung an sich, nicht nur in Österreich, sondern auch in allen anderen Teilen der Welt, hoffentlich Früchte bringt. Ich danke euch sehr herzlich und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön an das Burgkino, dass wir heute da sind. Hier auf diesem Tisch, wenn ihr bei dieser Tür rausgeht, steht ein Tisch mit Informationsmaterial und auch eine Liste, wo ihr euch eintragen könnt, falls ihr in Zukunft von weiteren Veranstaltungen informiert werden wollt. Wie zum Beispiel am 7.4. ist Zeitgeist hier im Haus mit Politik und Wirtschaft als Schwerpunktthema und am 4. Mai mit Wissenschaft, Technologie und Architektur. Und das andere Programm, habe ich gesehen, des Burgkinos, dieses Spezials, ist auch sehr, sehr spannend. Zu den Themen Globalisierung, Neoliberalismus, Afrika. Schaut mal rein, super spannend. Noch ein Danke an den Thomas, der oben in der Technik sitzt. Danke, Tom.